Hallo von der Bild Air 2017. Neben mir steht ein Mann, der sich schon seit Jahrzehnten mit der Luftdichtung auseinandersetzt. Und zwar ist das Michael Meyer-Olbersleben. Du bist Ingenieur und du warst auch Gründungsmitglied des FLIP. Wie hat sich denn jetzt Luftdichtheit, das Bewusstsein in der Bevölkerung, in der Branche verändert? Also die ersten Messungen, die habe ich schon in den 90er Jahren gemacht. 1994 war meine erste Messung, da hatte ich noch damals beim Zentrum für Energie, Wasser und Umwelttechnik in Hamburg mein Praktikum gemacht, neben dem Ingenieurstudium, und habe mich dann 98 komplett selbstständig gemacht. Und wenn ich dann die ganzen über 3000 Messungen, die ich mittlerweile hinter mir habe, mal auswerte, ich habe mir mal die Mühe gemacht und habe festgestellt, wenn man das nach Schulnoten benotet, wenn also der Grenzwert genau eingehalten wird, wäre das nach der Schulnote eine 4. Und ich habe dann festgestellt, dass die ersten Messungen, da hatten wir einen Durchschnitt in etwa Schulnote 3 bis 4. Mittlerweile liegen wir bei 2 bis 3. Also es hat sich deutlich verbessert, aber immer noch auf Baustellen einige große Probleme. Und das ist ja auch das, was mir die Motivation gibt. Wenn wir jetzt nur noch dichte Gebäude hätten ohne Fehler, dann würde ich mich irgendwann mal fragen, was mache ich? Ziehe ich den Leuten nur noch das Geld aus der Tasche? Das ist nicht der Fall. Es gibt immer noch genug Fehlstellen auf Baustellen. Selbst wenn der Grenzwert deutlich eingehalten wird, finde ich immer noch zahlreiche vermeidbare Fehler, die auch mit einem ganz geringen Aufwand zu beseitigen sind. Du hast ja dennoch gestern gesagt, wenn Aliens sich um die Erde kümmern würden, würden sie doch relativ schnell abhauen, weil es so schlimm mit der Luftdichtheit ist. Also es hatte sich so angehört, als findest du es ein bisschen traurig, dass dieses Bewusstsein für Luftdichtheitskonzept, für dichtes Bauen noch gar nicht so fortgeschritten ist. Naja, was ich gestern gesagt habe, war, wenn man teilweise sieht, was auf den Baustellen passiert, muss man sich nicht wundern, dass alle Teleskope, die nach intelligentem Leben suchen, von der Erde weggerichtet sind. Okay, das heißt, du findest, da ist noch viel Aufklärungsarbeit zu machen. Ja, wir müssen da noch sehr viel Aufklärungsarbeit leisten. Das hat sich noch nicht überall rumgesprochen. Es gibt immer noch Leute, die meinen, dass das Gebäude luftoffen sein muss und atmen können muss. Da ist noch sehr viel zu tun. Auch die Handwerker zu sensibilisieren, dass die selber merken, was passiert da. Ich habe sehr gute Erfahrungen gemacht in China mit Leuten, die absolut ungelernt sind. Die waren vorher Wanderarbeiter. Wenn wir denen erklärt haben, was sie machen müssen und wie sie es machen müssen, dann funktioniert das auch mit ungelernten Fachkräften. Okay, das heißt, die Technik und das Wissen ist einfach das Wichtigste. Dann danke und viel Spaß noch auf der Bild Air. Dankeschön. Und wenn Sie sich auch mit Luftdichtheitskonzepten und Luftdichtheit und Blower Door Messungen mehr auseinandersetzen wollen, schauen Sie doch einfach auf die Seite des FLIP luftdicht.info.